Auftakt Sonne-Mond-Sterne in Saalburg. Schon am Nachmittag bringen sich die rund 33.000 Besucher in Stimmung. Überall auf dem Campingplatz läuft Musik, von Schlager bis Techno. Erwartungen sind auf jeden Fall übertroffen. Also ich habe es mir nicht so gut vorgestellt, wie es jetzt ist. Ich finde, die Leute hier sind außergewöhnlich offen. Also alle echt. Und alle haben so coole Sachen dabei. Wir haben so viele Sofas schon gesehen. Komplette Wohnzimmerausrüstung einfach. Das ist jetzt das größte Festival, wo ich je war. Bin gespannt, was geht. Bis jetzt nur Party und Stimmung. Geil. Auf den Bühnen ist es am Nachmittag noch ruhig. Dagegen haben die über 2000 Helfer auf dem Gelände noch alle Hände voll zu tun. Die 25. Auflage des Elektro-Festivals soll schließlich eine ganz besondere werden. Wir machen das nur einmal im Jahr. Wir wollen immer, dass es perfekt wird. In diesem Jahr freuen wir uns einfach riesig, dass wir die 25. Edition haben und haben da sicherlich noch ein bisschen mehr Herzblut reingesteckt. Die meisten Gäste reisten beim SMS schon am Mittwoch an, vermutlich aus Angst vor einem Regenstopp wie beim Festival in Wacken. Anders als dort sollen in Saalburg knapp 20 Kilometer Aluplatten eine Schlammschlacht verhindern. Die Polizei zieht trotz zweier Unfälle eine positive erste Zwischenbilanz. Die Stimmung ist aus unserer Sicht sehr entspannt. Alle erwarten natürlich 18 Uhr die Eröffnung. Und wir freuen uns auch polizeilicherseits, dass bisher alles so glatt lief. Bis Sonntag werden rund 150 DJs aus aller Welt den Partygästen einheizen. Dann wird die Zeltstadt am Bleilochstausee wieder zur Ruhe kommen.